Und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Wir drehen auf Mamas Handy, drehen wir so ein Glücksrad, das ist so eine App. Und da müssen wir halt nur, sag ich jetzt mal, gelbes Essen essen. Und auf das Video freue ich mich schon. Genau, also wir haben jetzt ein paar Farben in die App eingegeben und das Glücksrad, das zeige ich euch aber gleich, filme aufs Handy. Und die entscheidet dann, was wir den ganzen Tag essen müssen. Ja. Und ja, wir sind mal sehr gespannt und starten jetzt mal mit der App. So, und zwar ist das die App und wir haben jetzt die Farben. Braun, grün und gelb. Genau, Luisa startet jetzt mal. Wo muss auf man Start. Ah, Start, okay. Und dann? Home oder Back. Und dann kannst du da spinnen in der Mitte. Genau, und dann gucken wir mal, wo es stehen bleibt. Sind wir mal gespannt, bin was wir essen müssen. Ich glaube eher grün oder so. Braun. Braun, yeah, braun. Ja, die App hat uns braun angezeigt und ich glaube, damit können wir ganz zufrieden sein, weil dann können wir auch Schokolade essen zum Beispiel. Und Kartoffeln. Und, nee, Kartoffeln, ja, die sind ja gelb innen drin, also die gelben nicht. Aber wir werden da schon was finden. Wir nehmen euch natürlich gleich beim Einkaufen mit. Und ja, jetzt wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Und jetzt gehen wir einkaufen. So, wir sind jetzt im Aldi und wir haben schon die ersten braunen Sachen gefunden. Nee, Quatsch. Wir mögen überhaupt keinen Alkohol. Wir trinken noch nicht mal einen Tropfen. Wir suchen jetzt mal braune Sachen. Dann haben wir noch Kakao zu Hause? Gerne. Okay, Kakao haben wir noch. Ah, hier haben wir noch Kellogg's. Welche magst du? Irgendwelche Kram. Ja. Okay. Braune Kellogs. So, hier können wir noch einen Snack nehmen. Was nehmen wir denn hier mit? Salzstangen. Ja, die sind braun. Ja. Salzstangen. Ach, eine Brezel für mich haben wir noch vergessen. Muss man noch eine Brezel holen. Ja, ich kann mal holen. Ja, wenn du willst. Okay. Ja, und jetzt müssen wir noch gucken, was wir zum Mittagessen. Braunes. Aber wir werden schon was finden. Wir sind auch extra zu Aldi gegangen, weil da ist keine Musik. Das ist perfekt. Wir schauen jetzt noch nach braunem Obst, aber ich glaube, da gibt es gar nichts. Ach, die ist grün. Die ist grün, ja. Ich guck mal, aber ich glaube eher nicht, dass da was gibt. Aber Luisa darf ja keine Cola. Also nicht mit Koffein. Also die hatten keine Kindercola, aber wir müssen gleich eh noch zu Kaufland und dann werden wir Luisa Kindercola holen. Und dann hole ich in einem auch für mich da Cola. Und ja, wir gucken jetzt, was es noch so Braunes gibt. Weil wir haben also uns entschieden, dass wir Vollkornnudeln machen, weil die sind ja auch braun. Ja. Ob die schmecken, weiß ich nicht, aber wir werden es mal probieren. Ja. Wir fahren jetzt noch schnell zum Kaufland, da können wir euch aber leider nicht mitnehmen, weil wegen der Musik da, das ist immer so ein Problem. Und dann melden wir uns einfach nochmal, wenn wir zu Hause sind. So, wir haben jetzt schon den anderen Tag, weil gestern haben wir ganz vergessen noch, als wir nach Hause gekommen sind, weiter zu filmen. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar tolle braune Sachen gefunden, die wir essen können. Ja. Und wir sind eben aufgestanden, also Luisa ist schon fast fertig, nur die Haare sind noch nicht gemacht, sind noch zerzaust von gestern. Ja. Haben wir den Zopf so gelassen heute Nacht, das müssen wir noch machen. Aber wir frühstücken jetzt erstmal und zeigen euch so, was wir heute alles schönes braunes essen. So, hier steht unser leckeres Frühstück. Einmal haben wir hier Sojatrink, das ist so Schoko. Das habe ich extra genommen, weil wir haben ein bisschen Probleme mit Laktose und das ist ja laktosefrei. Dann haben wir noch Nocciolata. Nocciolata. Nocciolata.
Es ist ohne Palmöl. Ja, deswegen, wir holen immer das Nutella hier, weil das ohne Palmöl ist. Das ist auch super mega lecker. Ja. Dann haben wir ja unsere braune Brezel. Und dann noch Vollkornbrot. Genau, und Butter gibt es ja heute leider nicht, weil die ja nicht braun ist. Jetzt fangen wir mal an zu essen. Ja. Ohne Butter leider, weil wir lieben Butter. Mhm. Lecker Kakao. Mal gucken. Also ich habe den schon mal gehabt, aber nicht von dieser Marke hier. Schmeckt ja ganz, ganz lecker. Probier mal gerade. Ja, der schmeckt echt mega lecker, wie so richtig süßer Kakao. Ja, das ist jetzt echt blöd, ohne Butter, weil ja, ich liebe Butter. Wir essen sogar Butter manchmal pur. Ja, deswegen ist das für uns blöd. Dann essen wir halt ohne Butter. Danke. Willst du selber oder soll ich dir schmieren? Ich hab selber ein Messer. Okay. Ob das schmeckt ohne Butter? Mhm. Ich habe noch nie irgendwas ohne Butter. Ihr könnt ja mal, also ihr könnt ja keinen Kommentar mehr setzen, deswegen könnt ihr mal in die Community unter das Videobild schreiben, ob ihr gerne Nutella mit Butter also mögt oder ohne. Also ob, wenn auf dem Brot Butter ist, zusätzlich noch oder ohne. Ja, muss ich jetzt mal probieren. Ja, ohne Butter ist das nicht so prickelnd. Probier mal. Aber wir haben ja noch die leckere Brezel. So, wir haben jetzt unser lecker Essen gefrühstückt, unser braunes Essen. Und jetzt mache ich Luisa noch die Haare. Und dann bringe ich Luisa zur Schule. Und dann seid einfach mal gespannt, was es Leckeres so zum Mittagessen gibt. Mal gucken, ob das schmeckt, weil ich glaube, das schmeckt nämlich auch nicht so besonders gut. Ich weiß es noch nicht, was kommt. Nee, Luisa weiß es noch nicht. Hat es schon wieder vergessen. Ja. So, Luisa zieht jetzt ihre Schuhe an. Und dann geht's los. Ab in die Schule. Und dann sehen wir uns wieder beim leckeren Mittagessen. Aber ich fahre Luisa immer morgens, ne? Ja. Dann auf, Tür auf und raus. So, jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, es war sehr schön in der Schule. Wie immer, ne? Luisa hat immer Spaß in der Schule. Ja. Und dann geht's jetzt auf zum leckeren braunen Mittagessen. Freust du dich schon? Ja, ich bin gespannt, was für ein Mittagessen es ist. Mal gespannt, ob uns das schmeckt. Ja. Willkommen zum braunen Essen. Hier haben wir einmal diese, ich kenne das gar nicht, ihr könnt ja mal da wieder in den Community unter das Bild schreiben, ob ihr das kennt. Das ist Eggy oder so. Ja. Guarana. Das ist irgendwas, ich glaube, Russisches. Oder Polnisch. Aber ich glaube, das ist eine Russenschrift. So, das. Für mich? Dann habe ich noch von Spongebob habe ich dann noch eine Kindercola. Ja, die ist halt nur außen gelb, aber innen ist ja braun. Ja. Dann haben wir hier fertige Filetstücke und Frikadellen und Vollkornnudeln mit ja, so einer Soße ist das. Sieht jetzt hell aus, aber eigentlich war die Soße, keine Ahnung, dunkel. Vielleicht jetzt von dem Öl, weil ich halt ein bisschen, wenn ich koche und dann nachhole ich dann Luisa ab und dann, wenn ich Nudeln mache, dann mache ich immer so ein bisschen Öl da rein, damit die Nudeln nicht aneinander pappen. Ja, und da kann das jetzt das davon sein. Jetzt wollen wir mal probieren, wie das schmeckt. Ich esse nur, ich weiß nicht, ob ich Vollkornnudeln esse, also ich habe noch nie gegessen. Mmh, ja, wie normale Nudeln. Mmh, stimmt. Merkt man gar nicht, schmeckt voll lecker. Mmh. Mhm. Schon mal? Super. Ah, wir haben Messer vergessen. So, jetzt will ich mal das leckere Filetstück probieren. Also innen ist natürlich weiß, aber außen ist es ja braun. Jo. Mhm.
Muss man aber nicht. Dann lieber mal eine Frikadelle. Da ist auch Kohlensäure drin. Schmeckt auf jeden Fall lecker. Jetzt wischen wir hier diese, ich glaube, das ist eine Limonade, ne? Ja, koffeinhaltige Limonade. Oh, ich hätte gedacht, da ist jetzt keine Kohlensäure drin. Ja. Das stinkt. Stinkt das aus? Ja, mit einer Limonade. Etwas komisch. Eklig oder geht so? Oder? Ach, komisch irgendwie. So eine Mischung zwischen Cola und Limonade, aber es schmeckt dann so ein bisschen wie, als ob es so leicht verdorben wäre. Also so, ich würde mir nicht nochmal kaufen. Also nee, nicht zu empfehlen. Also auch von mir. Ja, genau. Trinke ich lieber von Wasser. Ja, wir lassen uns das jetzt hier mal schmecken. Bis jetzt hatten wir ja noch ziemlich Glück mit dem Essen. So, Luisa muss jetzt noch ihre Hausaufgaben machen. Und dann ist Luisa zu einem Geburtstag eingeladen. Und ja, und dann, wenn sie nach Hause kommt, hoffe ich, dass sie noch ein bisschen Hunger hat, damit wir noch ein leckeres braunes Essen, Abendessen essen können. Aber vielleicht, wir melden uns einfach gleich nochmal, wenn Luisa fertig ist mit den Hausaufgaben, weil wir haben ja noch einen leckeren Nachtisch gekauft. Den müssen wir ja auch noch essen. Den zeigen wir euch dann gleich. So, Luisa ist gerade mit ihren Hausaufgaben fertig geworden. Ja. Und wir haben jetzt hier lecker Pudding. Luisa hat den mit den Triple Shock. Triple Shock, okay, mit so Crunch drin. Und Crunch. Ich habe den mit Schokolinsen, aber natürlich esse ich dann nur die braunen. Ja, und dann habe ich mir jetzt richtige Cola geholt. Die hatte ich Gott sei Dank noch zu Hause, weil wir trinken selten Cola, aber die Flasche habe ich jetzt noch entdeckt im Schrank. Das und Luisa hat nochmal ihre Kinder-Cola. Da ist Schokoladenkeksstücken. Machen wir jetzt mal auf, ne? Okay. So, Luisa ist mittlerweile vom Geburtstag wieder zurück. Und es war sehr, sehr schön gewesen. Hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt essen wir, obwohl Luisa nicht mehr so viel Hunger hat jetzt mittlerweile, weil die ja am Geburtstag war. Aber wir essen trotzdem noch was Braunes heute Abend. Und zwar haben wir ja diese Schoko-Crunch. Genau, sind eigentlich ganz cool. Also die Packung sieht schon mal cool aus. Ja. Und dann haben wir noch hier diese leckeren Cookies. Die sind bestimmt auch mega lecker. Und da wir ja keine Milch dazu trinken dürfen, haben wir nochmal diesen Schoko-Soja-Trink. Den machen wir jetzt einfach über die Kelloggs und gucken nur, ob das überhaupt schmeckt. Weil normal machen wir immer Milch da drüber. Soll ich dir helfen? Das ist schwer. Ja. Ohne Schere geht. Ja, Cola! Ja, normalerweise ist, also darf Luisa abends nichts Süßes mehr essen. Aber heute ist das ja eine Ausnahme. Ja, heute müssen wir es machen. Es ist das kleine Cookie. Mhm. Das ist bestimmt lecker. Crunch. Sieht so aus, als ob ich das jetzt schon länger drin hätte. Und dann ist das halt auch immer die Milch dann ein bisschen. Ah ja, stimmt. Ja. So, dann probieren wir mal, wie das mit Kakao schmeckt. Ja gut, wenn das so aufgeweicht ist, dann schmeckt das ja auch ein bisschen nach Kakao. Aber das kann man essen, auf jeden Fall. Das schmeckt schon mal lecker. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Ja. So, das war schon mal mega lecker. Und jetzt genießen wir noch einen Cookie. Der schmeckt bestimmt auch mega. Sollen wir jetzt einen teilen? Weil der ist riesig. Wir teilen das erstmal, ja? Mhm. Und dann können wir ja immer noch. Können wir immer noch, genau. Welches willst du? Das ist mehr egal. Mehr weiß oder mehr braun? Mir ist es egal. Ich will mehr braun. Aber es ist schön weich. Weil wir hatten mal von einem anderen Geschäft. War so knackig, aber ich mag lieber so weich. Der Papa hat uns doch mal so welche mitgebracht. Mhm. Lecker.
Ja, die sind richtig schön weich, wie auch Cookies. Mhm. Normalerweise sind noch mega lecker. Mhm. Heute war ein guter Tag. Mhm. Mhm. Heute ist nämlich der Schokotag. Mhm, brauner Schokotag. Mhm. Sehr gut. Ja. So, das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Uns hat es natürlich wieder riesigen Spaß gemacht. Ja, es war auch sehr lustig. Und vor allem die Farbe war ja prima. Man konnte so viele leckere Sachen essen. Und wenn ihr noch mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr das einfach unter dem Bild bei der Community schreiben. Ja. Dann machen wir das einfach nochmal und machen das mit einer anderen Farbe. Ja. Weil das ist echt lustig. Und wie immer wollen wir natürlich zwei Leute grüßen. Einmal die Leonie Königshausen. Und Anna Koch. Hallo, hallo ihr Lieben. Und dann sagen wir bis zum nächsten Video. Tschüss.